Hallo, liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von West bis Osten. Ich bin euer Nixon und das hier ist Hyrule Warriors. Schon wieder. Wow. Ja, das Spiel lässt mich im Moment nicht los und es ist vielleicht auch ganz gut, für mal ein paar Aufnahmen zu machen. Und es hat sich in der Zwischenzeit schon wieder ein bisschen was getan. Also wenn man jetzt hier so durchgeht, was ich so gemacht habe. Großes Herzteil gefunden, kleines Herzteil gefunden, großes Herzteil gefunden, kleines Herzteil gefunden und so weiter und so fort. Mit jedem Charakter schon gespielt, jeder Charakter auf einem anständigen Level und so weiter und so fort. Also, ja, ich habe schon ein bisschen was gemacht so zwischendurch und ich kann jetzt nicht aufhören zu spielen, weil ich kann die ganzen ersten vier Level nicht mehr sehen. Ich will jetzt wissen, wie es weitergeht und ich nehme an, euch geht es vermutlich genauso oder so ähnlich, hoffe ich jedenfalls. Und deshalb haben wir jetzt die Auswahl hier zwischen Todesberg, Schattenebene und Wolkenhort. Und da wir ja eigentlich mit Link spielen wollten, machen wir jetzt erstmal den Wolkenhort. Ganz gemütlich und ja, genau. Ich glaube, ein Bazar sollten wir noch gehen. Ich habe nämlich diesmal keinen Trank vorbereitet, fällt mir gerade so ein. Also machen wir das doch mal. Und Multisockeltrank oder ein Sterntrank? Habe ich genug Zeug für einen Sterntrank zu machen, ohne dass mir irgendwas fehlt? Ja. Da können wir zum Beispiel jede Menge Helme von Volga mal eintauschen. Warum auch nicht? Und noch eine Robe, ja. Und noch ein Nimbus-Garde-Schwert und dann passt das schon. So, und damit kriegen wir hoffentlich ein bisschen bessere Waffen. Genau. Ich weiß gar nicht, ob sie mit der Waffe was getan hat, die ich die ganze Zeit nutze, aber ich habe hier eine wunderbare Waffe mit Angriffskraft 120 und Combo 4 plus und Combo 2 plus. Und die finde ich eigentlich ganz gut, deshalb benutzen wir die auch. Und ja, Licht, Kamera, Action. Link and his troops step through one of the portals, appearing in an era of fantastical sights. He had heard tell of a land in the clouds, but now he could see Skyloft with his own eyes, though he was not the first new arrival. Overrun with monsters, the floating island faced imminent destruction. Though vastly outnumbered, Link did not hesitate. He and his allies leapt into the fray to save Skyloft from disaster. Ja, und damit willkommen im Wolkenhort oder in Skyloft oder was auch immer. Ohne weiteren Umschweif, schreiten wir zur Tat. Irgendwie sah das gerade aus, als würden die Gebäude leuchten. Erinnert schon ein bisschen sehr stark an Skyward Sword, finde ich. Es ist vom Stil her auch gut getroffen. Übrigens, so nebenbei, was man mal erwähnen könnte, ich finde die Charaktermodelle in dem Spiel unheimlich gelungen. Also nicht von der Detailstufe her oder so, ja, die ist auch okay, aber vielmehr vom Design an sich. Also das macht einfach was her, das sieht schön aus, finde ich jedenfalls. Es gefällt mir. Und ja, mehr kann man ja wohl nicht verlangen. Hauptsache, es gefällt mir. Ich spiele das Spiel ja schließlich. Sag mal, ist das Vieh immer noch am Leben? Au, das nehme ich als ja. So, das überlebst du nicht. Doch, das überlebt er. Wow. Der überrennt mich einfach. Au! Mensch, der lebt immer noch. Wie viel Treffer willst du eigentlich noch einstecken? Muss ich irgendwas mit der Statue machen oder muss ich die einfach nur verteidigen? Link, ich erwarte dich unter der Statue der Göttin. Wer sagt das zum Geier? und unten laufen wahrscheinlich die ganze Zeit Text nach. Hast du Stimme gehört? Jemand möchte mit unter der Statue der Göttin treffen? Ja, und überhaupt. Genau, jemand will treffen und so. Unser Hauptquartier ist von Feinden umzingelt. Ihr müsst vorsichtig sein. Vielleicht räume ich erstmal hier ein bisschen auf, bevor ich mich mit irgendwem treffe. Hm? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Hilfe zu Hilfe, wir können uns nicht. Was? Wir können die Suppe nicht transportieren? Was? Hat er gerade wirklich gesagt, wir können die Suppe nicht transportieren? Nee, das habe ich falsch gelesen. Wie die verspiegelte Waffe oder so. Das kann nicht wirklich da gestanden haben. Obwohl es irgendwie interessant wäre. Erstmal unsere Basis verteidigen.
Nicht, dass wir den Auftrag verlieren, nur weil unsere Basis erobert wird. Ja, zwischendurch ist mir dann, als ich so vor mich hingespielt habe, auch was Interessantes passiert. Ich glaube, als ich mit Imper gespielt habe, und zwar im Wald von Eldin, da habe ich doch tatsächlich verloren, weil Goma irgendwie unsere Basis oder so platt gemacht hat oder irgendwas in der Richtung. Was ich mir überhaupt nicht erklären kann, aber es ist tatsächlich passiert. Ich wollte doch wegrennen. Okay, dass das nicht reicht, war klar. Die Wirbelattacke sieht zwar schön aus, wenn man so auf den Gegner zustürmt und raufhaut, aber so richtig Schaden macht sie nicht. Das ist mir schon eher aufgefallen. Aber schön, dass wir so ein Combo können. Ich kann jetzt theoretisch mittlerweile nach jedem Angriff, den ich gemacht habe, wenn es ein starker Angriff war, diese Wirbelattacke an den Schluss setzen. Und das ist cool. Und das Coole ist, wenn ich einfach den Knopf gedrückt halte, dann kann ich noch ein bisschen rumlaufen und bestimmen, wo ich hinlaufe. Also quasi mich dann dorthin bewegen, wo gerade genug Gegner sind, dass es sich lohnt, das Ding auch einzusetzen. Und wenn man die direkt trifft, dann reicht es auch, um sie auszuschalten. Also bei kleinen Gegnern, bei großen Gegnern irgendwie nicht. Aber ja, keine so extrem tolle Wirbelattacke zu genasen. Ja, hier hat man es gesehen, wow, die halten das aus. Hängt vielleicht auch ein bisschen vom Level ab. Das hier ist jetzt doch ein bisschen weiter fortgeschritten im Spiel. Und ich nehme an, dass die Gegner mit der Zeit auch immer stabiler werden, auch wenn es immer die gleichen Gegner sind. So, habe ich dieses Gebiet hier jetzt langsam mal genug verteidigt? Noch nicht so richtig, oder? Ich glaube, ich gehe mal hier durch. Und mache erstmal hier alles auf den Weg. Und dann sehen wir mal weiter, wo wir uns am ehesten durchkämpfen können. Ich drücke irgendwie nur noch seltsame Knöpfe. Also, egal was ich drücke, im Moment ist alles falsch. Eigentlich sollte ich mich hier gar nicht so lange aufhalten, aber wenn ich die Viecher nicht platt mache, dann steht irgendwann das Gebiet hier wieder schlecht da und könnte erobert werden oder so. Das will ich auch nicht. Wenn ich schon anfange, hier alles zu verteidigen, dann verteidige ich es wenigstens halbwegs richtig. Schon wieder so ein Ticker. Die könnten sich noch als Problem rausstellen, weil im Gegensatz zu anderen Gegnern können die mir tatsächlich was anhaben. Der dürfte allerdings relativ schnell fertig sein. Und 40 Gegner so nebenbei killt. Zack, und noch ein Schuss und damit ist der auch hin. Ausnahmsweise planmäßig die Combo. Irgendwie sehe ich nicht wirklich viel von Skyloft. Wir rennen die ganze Zeit hier rum und sehen, dass wir im Wolkenhort sind, aber ich weiß nicht, ich erkenne nichts wieder. Ich warte immer noch drauf, dass ich irgendwann mal zu der Stadt laufe. Stadt kann man nicht mal sagen, den Bazar sehen wir, okay, gerade jetzt im Vorbeigucken, aber ihr wisst schon, die Häuser und so. Von der Stadt kann man hier ja echt nicht reden. Das ist aber auch so ein typisches Zelda-Problem. Oder vielleicht allgemein ein Videospielproblem, wenn immer die Rede von der Stadt ist und dann hat das Ding drei Häuser oder so. Gut, mittlerweile sind die Spiele vielleicht ein bisschen weiter, was das angeht. Müssen wir mal gucken, wie das jetzt in sowas ist, wie zum Beispiel Skyrim oder so, ob dort die Städte wirklich mit Städten vergleichbar sind oder ob das auch nur drei Häuser sind, die irgendwo rumstehen. Aber klar, das Problem gab es auf jeden Fall in mehr Spielen als nur in der Zelda-Reihe, dass man angeblich in der Stadt ist und dann ist das ja nur eine Ansammlung von einer Handvoll Häusern. Gut, Vorpostenhauptmann. Dich machen wir noch kalt und dann gucken wir mal, wie es sonst so aussieht. Gut. Und danke für dein Material. Oh. Ich muss auch noch mit dem Bogen hier rumspielen. Also die Umschalterei zwischen den Waffen finde ich ein bisschen kacke. Das ist nicht so optimal mit dem Steuerkreuz, weil in der Zeit, wo ich auf dem Steuerkreuz rumspiele. Ja, das war genauso geplant. In der Zeit, wo ich auf dem Steuerkreuz rumspiele, kann ich nicht laufen, weil ich habe dummerweise an jeder Hand nur diesen einen Daumen und den kann ich nicht auf dem Steuerkreuz und auf dem Analogstick gleichzeitig haben. Das Problem hatten wir doch auch schon in anderen Spielen. Wo waren das? Das war ein Mario Kart Wii. Ja, genau, mit dem GameCube-Controller, ne? Ja, genau. Von wegen, ja, lenkt mal mit dem Analogstick und macht gleichzeitig mit dem Steuerkreuz Stunts. Genau. Diese Problematik scheinen die Programmierer immer noch nicht verstanden zu haben. Das ist auch so ein Problem, das man wirklich heutzutage immer öfters hat, dass die Controller einfach total überladen sind. Man hat unendlich viel Knöpfe
und muss alle gleichzeitig drücken können. Dabei hat man irgendwie nur eine begrenzte Anzahl an Fingern. Die hat sich nämlich mit der Zeit nicht weiterentwickelt. Im Gegensatz zu den Spielen und ihrer Steuerung. Schade, ne? Ja, also vielleicht hätte ich mir unterwegs so in den letzten 20 Jahren mal noch ein paar Daumen wachsen lassen sollen, aber keine Ahnung, wie das funktioniert. Wollen wir aber gar nicht drüber reden. Ich freue mich eher lieber ein bisschen dran, dass ich hier weitermachen kann und hoffe, dass das diesmal ausnahmsweise mal auf Anhieb wieder ein gutes Ende nimmt. Wenn ich hier schon was spiele. Ja. Ich werde diese Niederlage gegen Volga werde ich so schnell nicht vergessen. Das habe ich immer noch nicht verdaut. Dass der mich wirklich einfach so mal zwischendurch fertig macht. Und ich habe es ja rechtzeitig gemerkt, dass er dabei ist, mich fertig zu machen. Wollte mir eigentlich nur Lebensenergie holen und bin nicht mehr dazu gekommen. Ne? Das ist noch das Schlimmste an der Sache. Also, ich habe es versucht und hatte keine Chance. Und dann im nächsten Durchgang denke ich mir, ich gehe extra vorsichtig an die Sache ran, dann ist der ruckzuck auf einmal tot. Macht gar kein Problem. Also, es geht mir nicht aus dem Kopf. Okay, jetzt sind wir schon wieder an der Statue. Das ist schön. Und hier sind auch, wow, jede Menge Gegner. Ich glaube, das hätte ich besser nicht gemacht. Andererseits ist schon okay. Ich wollte eigentlich nur auf Bomben wechseln und habe dummerweise nicht dran gedacht, dass man das vielleicht anders macht. Ups. Wie jetzt? Der Stein war einfach nur zur Deko da? Quasi ein Dekostein. Nicht zu verwechseln mit dem Dekostab. Au. Oh, Menno, Link, mach doch, was ich will. Das wollte ich zum Beispiel nicht. Und das will ich eigentlich die ganze Zeit schon nicht. So, Feierabend, Dicker. Bitte auch mal Zeit. Ich mache die ganze Zeit die falsche Kombo. Wieso mache ich das? Also es gibt schon mal Situationen, denen das ganz vorteilhaft ist, wenn man diese Kombo mit dem Schießen macht, aber im Moment wollte ich sie eigentlich die ganze Zeit nicht, weil wenn die Gegner sowieso vor mir stehen, ist es wenig sinnvoll, auf sie zu schießen. So, dann fällt mir gerade noch was ein, worüber ich die ganze Zeit reden wollte, von wegen Hyrule Warriors und Zelda und so. Also, ich kenne ein paar Leute, ja, ich kenne einige Leute, okay, aber ich meine, ich kenne besonders jemanden, der mir vor einiger Zeit gesagt hat, ey, yo, es kommt ein neues Zelda-Spiel raus, aber das ist irgendwie voll komisch und das hat gar nichts mit Zelda zu tun und so, das ist total doof. Was er gemeint hat, war natürlich Hyrule Warriors und ja, ich habe da schon einen Trailer gesehen und so und bla 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 und so, ja, da war das Spiel schon lange vorher angekündigt, schon ein halbes Jahr vorher oder so. Aber okay. Und ich sage ihm dann, ja, das ist kein Zelda-Spiel, sondern das ist Dynasty Warriors mit Zelda-Charakteren. Und ein neues Zelda-Spiel kommt irgendwann auch, ist schon angekündigt auf der letzten E3, zumindest mit einer kurzen Videosequenz. Aber das dauert noch. Ja, ja, wunderbar. Und einen Monat später oder so kommt er dann wieder mit dem gleichen, ey, da kommt ein neues Zelda-Spiel, aber das ist gar nicht wie Zelda und das ist total scheiße und so. Ja. Also ich finde das toll, wenn Leute ja, mit irgendwelchem Pseudo-Wissen dann hier rumposen. Nee, nicht mal das. Aber ich weiß nicht. Also ich bin ja jemand, der schon gar kein Gedächtnis hat. Aber wenn ich dann sowas höre, ja, da kommt ein neues Spiel und das nächste Mal erzählt er mir das Gleiche. Irritiert. Nein, geh weg. Ich will dich nicht. Geh weg. Ich bin feig. Ich habe auf dich gewartet. Nee, ich habe dich erwartet. Ach so, okay, meinetwegen. Geh weg! Du bist nicht mein Gebieter, aber ich kann dich als solchen akzeptieren. Geh einfach weg. Es ist meine Aufgabe, dir zu dienen. Geh weg! Meine Hilfe ist von elementarer Bedeutung für den erfolgreichen Abschluss deiner Mission. Nein, ist er nicht. Geh weg. Soll ich dich begleiten? Nein! Kriege ich jetzt auch das Master Schwert dann wenigstens? Oder bist nur du da? Ne, ich krieg das Master Schwert natürlich nicht. Oder habe ich es in der Hand? Oder warum ist hier ein riesiger Kürbis? Und was mache ich mit dem? Link, bis ich meine Aufgabe erfüllt habe, bist du mein Gebieter. Das ist schön. Ich will dich aber nicht. Pfeil darf nicht fliehen. Warum nicht? Ja, könntet ihr vielleicht unseren Freunden Nordteil bla 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 helfen? Ich habe schon wieder die Kamera verstellt. Wir lassen niemanden zurück, wir helfen ihnen. Ja, das sagst du, ne, blöde Fee. Der Weg nach Norden ist versperrt. Eure Freunde sind auf sich gestellt. Warum hat sich jetzt die Kamera schon wieder verstellt? Ich habe gar nichts gedrückt.
Narisha kann uns den Weg öffnen. Das haben die Soldaten doch gesagt. Wer ist Narisha? Ich kann mich an keinen Narisha oder keinen Narisha oder was auch immer erinnern. Fei transportiert die Kürbisse. Warum transportiert Fei Kürbisse? Ich vermute, dass uns Narisha als Dank für diese Suppe hilft. Ich werde sie tragen. Und, wo zum Geier muss ich jetzt hin? Ich sehe, wo das Kreuz auf der Karte ist, aber komme ich da auch irgendwie hin? Fei hat das Ziel erreicht. Ja, und Baal? Transport der Suppe abgeschlossen. Wie komme ich da rüber? Der Duft der Kürbissuppe hat Narisha angelockt. Ach, das war der Drache, der komische. Oh, ich liebe diese Suppe. Ist sie für mich? Ja, genau. Der Wal, der fliegende Wal, genau, dieser weise. Ja, okay. Bitte heben uns den Weg, damit wir das Böse bekämpfen können. Ja, gute Idee. Ich verstehe. Ich werde sehen, was ich tun kann. Stimmt, das war der von Parasiten befallene fliegende Wal. Da war was. Hätte er nicht einfach selbst dazwischen fliegen können? Naja, so geht's auch. So, Narisha hat den Weg frei gemacht. Das ist Narisha, der große Geist des Himmels. Er wird äußerst lästig, das spüre ich. Ja, ist okay. Schwerttypi, dessen Namen ich vergessen habe. Wenn ich ihr Hauptquartier einnehme, gehört der Sieg ohne Wenn und Aber mir. Das kannst du ja mal versuchen. Warum kann ich hier eigentlich nicht rein? Kann ich irgendwas machen hier? Ah, ich kann hier rüber. Sag das doch. Und wohin führt mich das? Zu mehr Gegnern. Man hat es vielleicht so ein bisschen gemerkt, ich mag Fei nicht. Woran liegt das wohl? Seit Ewigkeiten beschweren sich alle möglichen Leute im Internet über Navi. Weil Navi ja so nervtötend ist und überhaupt und sowieso. Aber ist euch mal aufgefallen, dass Navi wenigstens versucht, einem hilfreiche Tipps zu geben? Klar, wenn man das Spiel zum 10. Mal durchspielt, dann sind diese hilfreichen Tipps für den Arsch und man kann es nicht umgehen, aber ja, wenigstens sagt es einem was Sinnvolles. Aber Fei ist absolut nutzlos und einfach nur dumm und nervig. Er kommt andauernd mit, Gebieter, deine Batterieleistung ist nach, und oh, Gebieter, hier ist ein Skulltula und ich kann nichts hören. Und ich sollte nicht hier rumhängen eigentlich. Weil unser Hauptquartier wird angegriffen. Ich muss erstmal hier durch. Ich muss das Hauptquartier verteidigen, gleichzeitig die Skulltula einsammeln und überhaupt und sowieso. Wie soll ich denn das überhaupt schaffen? Was mit einer Wahrscheinlichkeit von 85%, wenn das Transport der Suppe. Was? Leck mich mit deiner Suppe. Warum müssen wir Suppe transportieren? Jetzt werden wir die Menschlein mitsamt ihrem Hauptquartier ausradieren. Da bin ich allerdings ein bisschen dagegen. Genau, Girahim hieß du, genau. Das Schwert von dem Todbringer. Das war nicht so gut. Aber ich muss Girahim aufhalten. Ich habe keine Wahl. Und gleichzeitig soll ich die Skulptur holen, die am anderen Ende der Karte ist oder so. Das war nicht so gut. Ich hätte ihn haben können, ne? Au. Das war gut, ausnahmsweise. Okay. Stufe erhöhen. Gute Idee. Und gib mir Zeugs. Girahim wurde besiegt. Und die Skulptur ist noch da. Aber ich habe den Ton wieder so leise, dass ich nicht hören könnte, wo sie ist. Also wird das wohl eine Mission, die ich zwangsläufig nochmal spielen muss, nur um die Skulptur einzusammeln. Aber irgendwie gebe ich die Hoffnung noch nicht auf, dass ich es noch schaffen könnte. Aber die halten normalerweise nicht so lange, ne? Die sind nicht nur. Ich müsste eigentlich schon jeden Moment wieder weg sein. Schön, wie ich durch den Krug durchgeschlagen habe, ohne ihn zu beschädigen. Das muss man mir ja erstmal nachmachen, ne? Mit einem Schwert in so einen Krug reinhauen und ist immer noch fit. Egal, wie gesagt, Fei, ne? Fei. Gebieter, die Leistung deiner Batterie lässt nach, oder? Mit einer Wahrscheinlichkeit von 85% trifft genau das zu, was du sowieso schon weißt, oder was weiß ich. Wenn man Fei irgendwas zum Gegner fragt, dann sagt er, ja, das ist das und das, und keine Ahnung, wie du den besiegst, dafür habe ich noch nicht genug Daten gesammelt. Das heißt, besieg erstmal 20 von denen, und dann kann ich dir sagen, wie man die besiegt.
Ja, danke. Wenn ich schon 20 besiegt habe, dann weiß ich, wie man sie besiegt. Fei ist völlig nutzlos und einfach nur nervtötend. Wahrer immer wird er immer sein und deshalb kann ich nicht verstehen, ja, wie man den überhaupt mögen können soll. Übrigens, die Skulptur ist weg. Haha. War ja auch klar. Vielleicht hätte ich mehr Zeit gehabt, um Girahim zu bekämpfen. Ich weiß nicht. Hätte ich erst die Skulptur gesucht, hätte ich es vielleicht trotzdem noch geschafft. Aber das kann ich ja nicht vorher ahnen. Und überhaupt. Ich probiere jetzt mal was. Es gibt irgendwie eine Medaille dafür, wenn man, ich weiß nicht, 500 Gegner oder so mit Magie besiegt. Mit einer Magieladung, wohlgemerkt. Und man bemerke bei der Gelegenheit, immer wenn ich 25 Gegner töte, füllt sich meine Magieleiste wieder auf. Ne? Jetzt bin ich bei 50, also habe ich wieder ein bisschen Magie dazu gekriegt und so weiter und so fort. Bei 75 gäbe es wieder ein bisschen und so weiter und so fort. Ja. 75. Und das war's. Reicht nicht mehr. Also bis über 100 bin ich schon gekommen, aber nicht weit. 149 diesmal, okay. Neuer Rekord, wuhu. Aber wie man da 500 schaffen soll, ist mir ein Rätsel. Vielleicht kommen später noch Missionen, wo wesentlich mehr Gegner auf einem Fleck sind, dass man das schaffen kann. Dass man eben immer genug Gegner da hat, um mal eben schnell ein paar Stück, also quasi 25 Stück zu killen, sodass die Magieleiste nicht wirklich abnimmt. Aber hier ist das absolut nicht möglich. Was habe ich gerade besiegt? Festungskommandant oder so? Oder ein Fliegviech? Oder... ich weiß nicht. Jetzt habe ich auf jeden Fall einen Festungskommandant besiegt. Das mit den Skulltulas ärgert mich echt ein bisschen. Aber in dem Fall, das war... es wäre zu riskant gewesen, zu versuchen, nachher zu suchen. Erstens mal, ich hätte ja sowieso nicht wirklich was gehört. Und zweitens, ja, hätte vielleicht Girahim in der Zwischenzeit unsere Festung erobert und dann wäre die Runde vorbei gewesen. Hätten wir verloren. Die machen das nicht leicht. Okay, hier sind noch ein paar vereinzelte Gegner, die irgendwo hin wollen. Da ist noch ein Vorposten noch, ne? Entscheidet euch für eine Richtung, Leute. Wie, du lebst noch? Ich sag ja, die Wirbelattacke macht nicht wirklich was.